But if you close your eyes. So, hallo und zurück zu einer weiteren Folge Vizebeast Infinity Evolve bei mir, dem Flimpy. Wir waren in der letzten Folge damit beschäftigt und zu fluchen, weil wir kein Alumite mehr hatten. Grausamerweise. Ja. Was machen wir da jetzt, wenn wir kein Alumite mehr hatten? Wir nehmen den letzten Rest Alu-Eisen und gehen nochmal runter und holen uns Obsidian. Und wenn wir das gemacht haben, legen wir uns hin, weil mit den drei Werkstoffen in der Tasche... Oh, doch noch nicht. Schläft es sich besser. Aber leider noch nicht. So, wir packen das 11-mal da rein, das da rein und das da rein. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie viel wir da rausbekommen. Wir müssen auf jeden Fall auch gleich nochmal runter ein bisschen Lava holen, weil unser Lava-Vorrat neigt sich dem Ende hier. So, jetzt können wir schlafen. Jetzt haben wir aber nicht mehr die ganzen schönen Sachen im Inventar. Deswegen wird es ein unerholsamer Schlaf. Würde ich erstmal spontan behaupten. So, Alumite ist weg. 1152. Habe ich oben eigentlich noch Eisen? Wenn nicht, habe ich gleich ein krasses Problem. So, Alumite 400. Sollte aber auf jeden Fall schon mal reichen, um mir den Hammerkopf fertig zu machen. Sehr gut. Dann fehlt mir jetzt nur noch der Griff, glaube ich. Jo. Also wie viel Alumite haben wir jetzt? Oh, nicht mehr so viel. Zack. Und dann bauen wir als nächstes die nette Axt. Ich hätte von vornherein schon die Axt bauen sollen, nicht Dösbaddel, ey. Okay, der Hammer. Na ja, wir hätten von vornherein die Axt bauen sollen. Nicht voll die Pfosten, ey. Gut, also bauen wir zuerst jetzt die Axt. Fragt mich nicht wieso. Ist einfach so. Weil der superklasse Flimpy wieder einen riesen Fehler gemacht hat. Deswegen machen wir jetzt zuerst die Axt. So, und Alumite. Da fehlt uns nur Aluminium. Boah, wieso braucht denn der Kopf so unglaublich viel von dem Stuff? Das ist ja der Wahnsinn. Lass mich raten, ich habe kein Alu. Es kann nicht sein, ey. Natürlich habe ich kein Alu. Ich habe Silber, Kupfer, alles Mögliche. Nur den wichtigsten Werkstoff habe ich wieder mal nicht, ey. Ist das grausam, wirklich. Schön, echt schön. Das Silber, was haben wir hier? Foröses Erz. Ich weiß, wir sind zwar nicht gerade auf der Suche nach Eisen, sollten es aber trotzdem mitnehmen. Zumal wenn wir auch noch mit unserem Reaktor anfangen wollen. Was haben wir da? Silber. Silber braucht kein Schwein. Oh, ich habe eins zu viel gemacht, sehe ich gerade. 2, 3. Dip. Hier. Tunnel 50. Wo ist er hier? 5-0. Und da packen wir 7 von drin. Ich buddel mal hier ein Loch. Warum hier? Weil es klasse hier. Und jetzt machen wir hier einfach oben drauf. Klappe zu, ab und durch. So, wir brauchen ein paar Fackeln. So, 8 Stück haben wir. So, F7. Kein Bock, dass hier überall Monster spawnen. Hier. Und
Wenn dann hier und hier. Super, und hier setzen wir jetzt mal den Hammer an. Silber, Silber, Silber. Immerhin etwas Positives. Schön viele Rohstoffe. Ah, und ich kann die Hälfte davon nicht tragen, weil ich immer noch zu viel Schwachsinn im Inventar habe. Und zumachen. Muss auch mal dringend was mit meinen Leveln machen, weil ich habe zu viele davon. Zack. So, und die nächste Fackel kommt hier hin. Sagen wir, räumen mal hinter dem Quarry ein bisschen, nach hinter der Turtle ein bisschen auf. Gold, super, das brauchen wir nämlich auch. Falls unsere Idee mit dem Papier nicht klappt. Mit dem guten Papyrus. So, wir suchen weiter nach Alumite. Ja. Ich glaube, es ist an der Oberfläche ein bisschen besser zu suchen, wenn man eine Schippe hat und den ganzen Kies einsammeln kann, weil den sieht man besser. Wieder die gute alte Leiter. Auf die ist doch immer Verlass. Geh doch mal. Woran hapert's denn, ey? Jetzt mal im Ernst. Ach, hier an der Kante. Ah, ist ja grausam. Ja. Wir können jetzt gerade nichts machen, weil uns der ganze Blödsinn aushängen ist hier. Macht das mal alles kaputt. Was war das hier? Silber, Blei. So. Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Soll ich mich auf Erkundungstour begeben und Alumite, ach, und Alufarben oder? Man macht ja im Endeffekt alles keinen Sinn. Ja, der beste Spot zum Alufarm wäre hier oben. Ach, schön, wenn ein Plan funktioniert, ey, wirklich. Wir können auf jeden Fall mal hier ein halbes Stack von Kohle reinschmeißen und den braten lassen. Gut, gehen wir wieder runter in die Mine. Was anderes können wir ja gerade sowieso nicht tun. Und den ganzen Stuff muss ich ja auch nicht zwingend spazieren tragen. Weiß nur, wenn der oben gleich durchgebraten hat, kann ich die letzte Modifikation auf meinem komischen Teil machen. In meiner Singleplayer-Welt habe ich einen riesen Reaktor stehen und habe so viel Energie, dass ich selbst 20 von diesen scheiß Mahlwerken und 20 von den Hochöfen laufen lassen kann. Ohne dass ihr auch nur im Entferntesten sagt, ey Leute, hier ist irgendwie ein bisschen wenig Energie. So, hier lang weiter. Zack, da kommt einer hin. Hier kommt er hin. Hier. 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 Dort und dort. Nein, dort nicht, aber da. So, dann bauen wir erstmal den wieder ab. Nein,
Tunnel, nicht Runnel, Tunnel. Mann, nicht Robot. Tunnel 49. Und dazu kriegst du 5 Feuer. Und ich kann jetzt hier beruhigt Blei. Rubine. Silber. Kohle. Mehr Kohle. Wenn der Hammer jetzt kaputt ist, schmeißen wir den auch weg, weil den brauchen wir dann nicht nochmal. Ich wüsste jetzt nicht wofür. Ist aber auch eine dicke Kohleader. Soll man ja nicht verkommen lassen. Der hat ein riesen Loch hier reingebracht. Und findest du hier irgendwas Interessantes, was ich hier brauchen könnte? Nope. Nur die Standardrohstoffe. Zinnobererz. Ich habe keine Ahnung, was man mit Zinnobererz macht. Muss aber irgendwas Interessantes sein. Joa. Kurze Pause. Nachdenkpause ist das. So viele Pausen kann ich gerne hier machen, wie ich gerne nachdenken würde. Dann bringen wir den Stuff mal nach oben. Schön in die Schmelze schmeißen alles. Hier ist Gold. Silber. Könnte auch noch mal 2 Stacks Steine für Glas hier drin schmeißen. Weil. Ach fuck, 9 brauche ich ja. 9, perfekt. Dann können wir jetzt nämlich schon mal die Spitzhacke endgültig fertig bauen. Wenn man jetzt eine Spitzhacke, einen Diamanten und eine Menge von dem Lapislazuli nimmt, kann man nämlich Folgendes tun. Man packt den Hammer hier rein. Und damit hat man eine Modifizierung über. So, machen wir. Und jetzt können wir Lapis machen. Lapis ist nämlich Glück. Problem ist nur, davon kann man 450 draufpacken. Und wie ihr selber seht, ich habe keine 450 drauf, ich habe 81 drauf. So, oh Gott, ein Creeper. Na komm her, Junge. Nein, 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 nein. Fuck. So sollte das eigentlich nicht passieren, aber gut. Da kommen halt meine No-Skills raus. Ich nenne die so, weil ihr habt gerade selber gesehen, ich habe keine Skills. So, 4 Stück fehlen noch. 3 fehlen noch.
Eine Schippe hatte ich ja nie hier. So, alles klar. Dann brauchen wir jetzt eine Fackel. Perfekt. Drei. Dann machen wir hier mal den Weg weiter, solange wir warten müssen. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Drei, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, wo sind denn hier ist es? So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und zack. 4, 5, 6, 7 und zack, oh, einer zu Fuß. So. Dann machen wir jetzt hier so eine kleine Baumwollfarm hin vorerst. Und da hinten bleibt unsere Weizenfarm. So. Aber. Ich würde spontan sagen, das war's jetzt erstmal mit der Folge. Ich bedanke mich recht herzlich für Zugucken. Lasst einen Daumen da oder ein Abo oder Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und ihr wisst ja immer, Hände über der Bettdecke lassen, ne? Nacht!